Welcome! Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstefan natürlich mal wieder und heute eben Testspiel unserer Schwarz-Weißen gegen die SV Ried in Messendorf. Wir haben ja die Länderspielpause und Roman Mehlich, unser neuer Chefcoach, hat also die erste Gelegenheit, ja, die Mannschaft da ein bisschen näher kennenzulernen bzw. ein bisschen auszutesten. Ried aktuell dritter Platz in der zweiten Liga. Also ich glaube durchaus trotzdem ein ordentlicher Gegner für diesen ersten Test. Das Ergebnis natürlich nebensächlich wichtig ist eben, ja, dass die Mannschaft gleich mal kapiert, was der neue Trainer von ihr haben will und das eben dementsprechend umsetzt. Und ja, weil es eben auch gleich mal losgeht, sage ich mal, sehen wir jetzt einfach nach dem Spiel hier bei der Lernstv. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis zum nächsten Part. Hört mal schon. Heute eben ein kleiner Interviewpartner. Was heißt kleiner Interviewpartner? Natürlich erkennt ihn alle, Ekrem Dag. Für mich mehr Sturmlegende als ein so mancher anderer, ohne dass wir irgendwem auf die Füße treten wollen. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier den guten Echo, darf ich hoffentlich sagen, ja, hier bei mir. Und ja, ich frage dich dann direkt, Sturm 2-1 gewonnen heute, das erste Spiel von Roman Mehlich, dem neuen Sturmcoach. Was sagst du so zur Partie? Ja, viel kann man nicht sagen. Es ist jetzt nicht Roman Mehlich das Spiel gewesen, es ist halt, er ist 2-3 Tage Trainer. Man kann jetzt nicht viel erwarten, dass er alles verändert hat. Natürlich hat er sich jetzt ein Bild gemacht, wie die Mannschaft ist. Und davor kennt er es natürlich vom Fernseher und von den Co-Trainers. Und zum heutigen Spiel ist natürlich halt, das sind halt die erste Elf gewesen und man hat es auch gesehen. Aber das Spiel an sich, zweite Halbzeit war etwas besser. Ein bisschen statisch war das Spiel, aber es ist ganz normal. Die Jungen sind zum Einsatz gekommen, jeder war nervös, neue Trainer. Dann hat ja für durchrotiert. Natürlich, das, ja, natürlich. Und das ist ganz normal. Das, aber am Schluss war Ergebnis 2-1. Gewonnen haben wir und das passt. Na eben, fürs erste Spiel, gell? Sowieso. Ja, was sagst du generell so zur Verpflichtung von Roman Mehlich? Also hat die das persönlich jetzt eher überrascht, dass man auf einen jungen, hungrigen Trainer zurückgreift? Oder hättest du gesagt, man hätte sowieso den Heiko Vogel das Ganze auch noch zutrauen können, so die nächsten Partien? So viel über das Ganze brauche ich selber nicht reden und keine Meinung äußern. Aber was ich glaube, was wichtig ist, ist auch, wenn Sturm erfolgreich sein will in der Zukunft, da sowieso müssen wir sowieso mehrere Ex-Hungrige, sagen wir so, jetzt will ich meinen Namen nicht im Vordergrund stellen, aber es ist leider mit dem Neukirchner, mit dem Joachim Strandfest oder jetzt Mehlich, das wird sicher gut funktionieren und ich hoffe, dass das auch weiter so beibehalten, weil einer, der bei Sturm gespielt hat, weiß auch, wer Sturm Graz ist. Und das ist sehr wichtig und ich glaube, dass das ein guter Griff war mit dem Roman Mehlich. Also auch schon von der Identifikation mit dem Verein heute an. Ne? Ich meine, fachlich muss man ja davon ausgehen, dass ein Roman Mehlich sicher dann auch seine Qualitäten hat, weil sonst hätten Sturm ja dann auch nicht verpflichtet. Ja. Da bin ich auch der Meinung, dass von der Fachkompetenz braucht man nicht reden, Roman Mehlich. Man hat es auch immer wieder bewiesen.
Und ich glaube, dass die Mannschaft auch gut tut und dass die kennen ihn auch und dass er mit den Jungen sicher auch gut kann und motiviert ist. Ich glaube nicht, dass das in die andere Richtung gehen kann. Okay, ja. Vielleicht nur ganz kurz, was wäre so deine persönliche Prognose? Was glaubst du, ist man für Sturm in der Saison noch drin? Also schafft man es zumindest noch unter die ersten sechs eben vor der Winterpause? Oder glaubst du, ja, wird man sich eher so mit dem unteren Playoff quasi eher abfinden müssen? Ja, also was glaubst du, kommt da noch mehr? Wir wünschen uns natürlich für Sturm oder für uns generell, dass wir oben mitspielen. Aber wenn es einmal nicht klappt, man darf die Nerven nicht weghauen. Es ist halt so, im Fußball hat man die Phasen. Und ganz wichtig ist halt, man muss halt so schnell wie möglich da rauskommen, auch wenn es nichts wird mit heuer. Es ist wieder nächstes Jahr wieder ein neues Jahr. Und da muss man dran arbeiten. Okay, ja. Passt. Super. Dann sage ich auf jeden Fall mal danke. Dankeschön, dass du dir da die Zeit genommen hast. Cool, so. Finde ich das. Tschüss. Dankeschön. Und ja, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV. Natürlich mal wieder der abschließende Part von diesem Messendorf-Video. Noch ganz kurz die Zusammenfassung aus meiner Sicht zum Testspiel gegen die SV Ried. Insgesamt ein ja sehr, sehr mühevoller Kick zum Zusehen. Also die Mannschaften waren zwar motiviert, aber es ist nicht wirklich viel Konkretes, vor allem nach vorne hin zusammengelaufen. Positiv und am Strich, man hat gewonnen. Ja, ansonsten gibt es sicher spielerisch noch sehr, sehr viel auszubauen, aber klar, das Testspiel war, glaube ich, in erstem Sinne dafür gedacht, ja, dass man die Mannschaft da ein bisschen kennenlernt, dass Roman Melig eben die einzelnen Spieler ja ein bisschen auf die Füße schauen kann und ja, da ist natürlich auch die Leistung ja vielleicht nicht nebensächlich, aber nicht vorranggebend für die kommenden Aufgaben. Auf jeden Fall insgesamt eben ein eher langweiligerer Kick. Erste Halbzeit von beiden Mannschaften, wenig Konkretes vors Tor. Eine gute Möglichkeit der Rieder, da ist ein Rieder-Angreifer eben halbwegs durchgebrochen. Zwei Sturm-Defensivakteure, die ihn dann nicht wirklich attackieren. Den Schuss kann Siebenhandel dann aber etwas spektakulär, aber doch sehr souverän dann gut parieren bzw. festhalten. Die beste Chance für Sturm, die hat ausgerechnet ein Verteidiger mit Fabian Koch nach schönen Doppelpass. Ich glaube, den Pass hat Pink gespielt, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall zieht Koch dann ab, aber der Ball geht dann leider knapp vorbei. Dazu noch ein Schuss von Pink, der übrigens überraschend auf der rechten Außenposition begonnen hat. Eben ja 4-1-4-1-System im ersten Durchgang, das dann eben ein bisschen später dann noch umgeändert wurde, sowieso viele Wechsel während dem Spiel und ja, Pink eben mit einem Schuss, der auch irgendwo hingegangen ist, mit dem 0-0 ging es dann verdient in die Kabine. Im zweiten Durchgang, ja, dann eigentlich noch weniger los von den Offensivszenen, auch bedingt eben durch die vielen Wechsel schon auf beiden Seiten, vor allem bei Sturm hat mir aber auch gefallen, dass auch die Jungen wieder mal eine Chance bekamen, eben wie beispielsweise Fadinger, Wilfried Amor oder eben ja, ansonsten Tobias Koch, also oder ein Piras in der Abwehr beispielsweise. Also man hat ein bisschen durchgetestet, deswegen ist es auch, ja, glaube ich, verzeihbar, dass das jetzt nicht das spielerische Feuerwerk war. Tore hat es am Ende aber doch gegeben. In Minute 79 herum war es, glaube ich, zunächst das 1-0 für den SK Sturm. Auf der linken Seite hat Tobias Koch ja die Möglichkeit zur Flanke, bringt diese ideal auf den Kopf von Markus Pink und der köpfelt ihn schön rein mit bisschen Wucht und trifft eben zum 1-0 für unsere Blackies. Nur wenig später gleich das 2-0 hinterhergelegt, wieder über halb links. Dieses Mal ist es Emeka Fuadeese, der im zweiten Durchgang eingewechselt wurde, beziehungsweise eben im zweiten Durchgang auflaufen durfte zur Pause. Ja, der sich eben schön auch gegen seinen Gegenspieler durchsetzt und ja, das wirklich technisch sehr, sehr fein macht und den Ball eben dann auch, ja, ich glaube, der ist schon ziemlich ins Eck gegangen, dann auch ja, platziert, verwandelt und das 2-0 für die Blackies dann erzielt. Der Anschlusstreffer der Rieder gelang wenig später dann aber doch noch durch Petsirep per Elfmeter. Das Foul habe ich leider nicht mitbekommen, beziehungsweise gerade nicht hingesehen. Und ja, auf jeden Fall war der Elfer sehr souverän drinnen. Und das war eben dann aber
dass er letzte Highlight eigentlich der Partie Sturm gewinnt, also das erste Spiel und allmählich, auch wenn es nur ein Testspiel gegen Zweitligist Ried war mit 2:1. Spielerisch ja sehr, sehr ausbaufähig, aber naja, jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit, dass man sich da weiterhin vorbereitet und ich glaube, der Gradmesser in spielerischer Hinsicht war das ohnehin nicht. Von dem her war es das noch fast wieder von mir. Ein großes Danke geht natürlich noch raus an Ekrem Dag, dass er sich für das spontane Interview zur Verfügung gestellt hat und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.